Dies ist nicht nur ein Schlüsselanhänger. Im Inneren befinden sich drei herausnehmbare Trennwände. Hinzu kommen zwei magnetische Bits, sodass sich der Schlüsselanhänger bei Bedarf in einen Schraubenzieher verwandeln lässt. Der Schlüsselanhänger misst 8 x 3 x 1,3 cm und wiegt inklusive Gürtelclip 28 Gramm. Die Hauptmaterialien sind Aluminium und Zink. Das Gehäuse ist wasserdicht und daher ideal für die Aufbewahrung von Tablets, Geld, Speicherkarten und anderen ähnlichen Dingen geeignet. Die Entwickler versprechen eine lebenslange Garantie und verlangen für den Anhänger 42 Euro. Dieser Kapselschlüsselanhänger mit integrierter Klinge hilft dabei, eure Schlüssel in ein Multitool zu verwandeln. Der Hersteller lobt den beliebten 440C Edelstahl und seine Vielseitigkeit. Vom Auspacken von Paketen über das Zerkleinern von Pillen bis hin zum Öffnen von Dosen. Der 20 Gramm leichte Schlüsselanhänger hilft im Büro, aber auch auf einer Wanderung. Es gibt drei Gehäuseoptionen: Messing, Kupfer oder Titan. Der Schlüsselanhänger kostet 19 Euro, ist auf Amazon und Desertcard zu finden und wird sogar nach Papua-Neuguinea verschickt. Der eine hat ein iPhone in der Tasche und der andere eine 3-in-1-Pumpe. Wer von den beiden cooler ist, muss noch geklärt werden. Die Pumpe weiß zum Beispiel, wie man Matratzen aufpumpt, ein Feuer macht und fungiert zudem als Vakuumiergerät. Zwar können sowohl das iPhone als auch die Pumpe als Taschenlampe fungieren, aber die Pumpe ist leichter. Sie wiegt nur 96 Gramm und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 180 Liter pro Minute. Der Druck beträgt etwa 4 Kilopascal. Die eingebaute Taschenlampe verfügt über drei Helligkeitsstufen und arbeitet 10 Stunden lang mit einer Ladung. Ein schöner Bonus ist die Magnetbasis. Geliefert wird die Pumpe selbst, 5 Aufsätze, ein Typ-C-Kabel, eine Anleitung und eine Hülle. Ist das eurer Meinung nach eine sinnvolle Investition für 37 Euro? Diese Zwille ist so gut, dass sie sogar auf der SHOT Show 2020 gezeigt wurde. Sie besteht aus Baustahl und der Griff wird durch eine Beschichtung aus Mikata ergänzt, einem Material auf Basis von Kunstharzen und Papier oder Stoff. Das ist zwar teurer, aber haltbarer. Außerdem liegt das Material rutschfest in der Hand. Die Schleuder wiegt nur etwa 90 Gramm. Sie würden schnell vergessen, dass sie sie tragen. Wenn das Schießen nicht so viel Spaß machen würde, ist sich der Hersteller sicher. Der Preis liegt bei 115 Euro. Wie verkauft man am besten Geldbörsen, wenn alle Leute derzeit mit Karten, Uhren und ihren Handys bezahlen? Eine Möglichkeit wäre, sie smarter zu gestalten. So ist diese Geldbörse mit der In-Way-Technologie ausgestattet. Dazu gehören RFID-Chips. Die Übeltäter können keine Daten von euren Karten in der Geldbörse ablesen. Die Suche in zwei Richtungen. Mit einem Smartphone könnt ihr die Geldbörse finden und umgekehrt. Ein raffiniertes Entnehmen der Bankkarte. Jetzt muss sie nicht mehr vollständig herausgeholt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sie vergessen wird. Und etwas Ähnliches gilt für das Bargeld. Die Geldbörse muss nicht vollständig geöffnet werden. Jede Geldbörse wird von Hand aus echtem Leder gefertigt und muss nur zweimal im Jahr aufgeladen werden. Der Hersteller verlangt dafür weniger als für die Zwille, ca. 83 Euro. Als nächstes kommt ein kompaktes Feuerzeug, das Temperaturen von rund 1300 Grad Celsius liefert. Mit einem Gewicht von 42 Gramm passt es in die Handfläche, die Größe der Flamme ist einstellbar. Eine Abdeckung schützt vor Schmutz. Man kann das Feuerzeug mit Hilfe eines Adapters aus touristischen Gasflaschen befüllen. Der Adapter muss allerdings separat gekauft werden. Hinter der Erfindung stehen die Japaner von Soto. Sie kennen sich mit Brennern aus und haben im Jahr 2010 erfolgreich den Weltmarkt betreten. Der Preis ist recht bescheiden, mit 23 Euro.
Die Macher dieser Taschenlampe verkaufen sie um stolze 249 Euro. Für dieses Geld kann man 20 herkömmliche Taschenlampen kaufen. Allerdings hat die folgende Taschenlampe ganz besondere Eigenschaften. Erstens ist der Leuchtstrahl in einer Entfernung von 1,6 Kilometer sichtbar. Zweitens gibt es 4 Betriebsmodi. Der schwächste hat eine Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden mit einer Ladung. Der Akku wird mit Typ C aufgeladen und hat eine Kapazität von 1100 mAh. Drittens kann man die Konzentration ändern. Das Gehäuse überlebt einen Sturz aus einem Meter Höhe. Das Gehäusematerial ist Aluminium oder Titan. Die Taschenlampe wiegt 222 bzw. 276 Gramm. Ein zusätzliches Feature ist der drehbare Ring. Er ist eigentlich für ein komfortables Tragen gedacht, eignet sich aber auch als Anti-Stress-Unterhaltung. Ob das alles sein Geld wert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Man könnte zunächst denken, dass solche Signallichter nur an Besitzer von Motorrollern oder Fahrrädern verkauft werden. Viele Händler sind aber clever und schlagen vor, sie auch für Drohnen einzusetzen. Denn Prognosen zufolge wird es allein im Liefersektor bereits im Jahr 2026 etwa 1 Million Drohnen geben. Damit kann es irgendwann auch zu Mastenunfällen mit Drohnen kommen. Die hellen Signale helfen sowohl der smarten Füllung als auch dem Bediener. Ein Signal verfügt über 3 Farben, 6 Lichteffekte und 2 Betriebsmodi. All dies ist laut Verkäufer auch aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar. Eine Ladung reicht für 8 Stunden. Außerdem wird die Nutzlastkapazität der Drohne kaum beeinträchtigt, denn ein Signal wiegt nur 6,5 Gramm. Ein Zweier-Set kostet 27 Euro. News aus dem globalen Pharmamarkt. Ende 2020 wurden weltweit Medikamente für rund 826 Milliarden Euro verkauft. Hier hatte natürlich das Coronavirus seine Hände im Spiel. Auch Medikamente wie Allergie- und Blutdrucktabletten sind nicht aus unseren Reiseapotheken verschwunden. Wenn ihr verreisen müsst, schaut euch solche Pillendosen an, die derzeit auf vielen Marktplätzen erhältlich sind. Zum Beispiel diesen kompakten und wasserdichten Behälter in Form eines Schlüsselanhängers, der alle notwendigen Medikamente sicher aufbewahrt. Für diesen 5 cm langen Schlüsselanhänger verlangen die Hersteller etwa 1 Euro. Nehmen wir uns einen Moment Zeit für die Haustiere. Statistiken besagen, dass allein die Einwohner der Vereinigten Staaten insgesamt 144 Millionen Hunde und Katzen besitzen. Kein Wunder, dass sich solche Hunde- und Katzenhaarentferner gut verkaufen. Dieser Amazon-Händler weiß beispielsweise nicht einmal, wann sie wieder vorrätig sein werden. Der ungefähre Preis liegt bei 11 Euro. Der Roller wiegt etwa 100 Gramm und passt dank 7 cm Durchmesser sogar in die Hosentasche. Die angesammelte Wolle wird ganz einfach entfernt. Einfach den Roller unter fließendem Wasser abspülen. Forschern zufolge spart eine Person, die keinen Kaffee aus Pappbechern trinkt, etwa 21 Kilogramm Holz und etwa 340 Liter Wasser pro Jahr. Außerdem wird unser Planet ein wenig sauberer, denn auf diese Weise kann man 2,5 Kilogramm Abfall vermeiden. Besser ist es, die Getränke in einem Behälter mitzunehmen. Dieser faltbare Trinkbecher für 500 Milliliter kann bei minus 40 bis plus 249 Grad Celsius verwendet werden, ist geeignet für die Spülmaschine und das Gefrierfach. Er ist 4 cm dick und wiegt 146 Gramm, ideal für eine Aktentasche oder einen Rucksack. Die Kosten liegen bei 11 Euro. Im Jahr 2016 stellte die WHO fest, 80% der Stadtbewohner wohnen in Gebieten, in denen die Luftverschmutzung die zulässigen Grenzwerte überschreitet. Die konkreten Messwerte für einzelne Städte sind manchmal erschreckend. So lag im Jahr 2008 die Schadstoffkonzentration in Hongkong bei 202 Punkten. Und bereits ab 100 Punkten wird empfohlen, eine Atemschutzmaske zu tragen und das Haus möglichst seltenst zu verlassen. Um sich zu schützen, hat ein Team aus Hongkong diesen Luftreiniger präsentiert. Er kann um den Hals getragen werden, arbeitet etwa 10 Stunden lang und erzeugt einen 30 cm Radius sauberer Luft um den Nutzer.
Er reinigt mit Hilfe von positiv und negativ geladenen Ionen und soll nicht nur gegen Rußpartikel, Asphalt, Reifen und Schwermetalle, sondern auch gegen bestimmte Infektionen wirksam sein. Der Luftreiniger kostet 88 €.